Und da war die Schwiegermutter von Honecker war hier. Das war die Kinderstation. Auch hier die behinderte Kinder und so. Ja. Das war die Großküche hier. Ah, die Mensa. Das war so eine Werkstatt. Ja, okay. Und da haben das praktisch die Patienten. Und ganz hinten war da zum Saal. Da haben wir schon Feierabend gemacht, du. Aber wie? Jo Leute, das Interview ist vorbei. Unser privates Exklusivinterview mit einem langjährigen Mitarbeiter und wir wissen jetzt alles über diesen Place. Ja, willkommen auf unserem nächsten Lost Place. Es handelt sich wieder um so ein Gelände, wie wir sie eigentlich schon kennen. Ewige Umnutzung, kein Investor mehr. Es ist riesig, es sind fast 200.000 Quadratmeter. Von 35 bis 2004 genutzt und jetzt seit 20 Jahren knapp lost. Wir zeigen euch verfallene Bushaltestellen, verfallene Häuser, alte Pflegeheime und es gibt auch gruselige Geschichten dazu, dass die Leute hier dann unter denkbar schlechtesten Bedingungen leben mussten und so weiter und so fort. Mal schauen, wie es wird. Was habt ihr drin? Wir haben Besuch bekommen. Ja, guck mal hier. Ja, feiner Kerl, ja, komm mal schnell. Ja, wer bist du denn? Hallo, bist du der Lost Place Wachhund? Ja, waren hier noch Baracken, Holzbaracken. Ja. Und dann kommen nachher die Sets, dürfen keine mehr Holzbaracken sein, dann haben sie die Station gebaut hier. Oder kommt ein Auto? Okay, dann alles in Asphalt. Ja, ja, alles richtig. Asphalt ist dann neuer als. Wie jetzt? Wann? Also, das Asphalt haben das die Russen gebaut, oder? Nee, das ist der K. Ah. Das deutsche Rote Kreuz war hier. Ja, okay. Sehr spannend. Das war das zweitgrößte Pflegeheim in DDR. Oh, ja? Das zweitgrößte, ja. Wow. Das waren 600 Patienten und 300 Kollegen. Mhm. Also 900 Leute hier. Bis wann haben Sie hier gearbeitet? Bis 2004 haben Sie das zugemacht. 2004? Bis Ende. Haben Sie das zugemacht. Wir haben schon gelesen, es gab in den 90ern dann mal Themen über schlechte Bedingungen. Da war der Ministerpräsident mal hier, der damalige Thomas de Maizière. Das war damals alles Kopfsteinpflaster. Aha. Und da war die Schwiegermutter von Honecker war hier. Ach Mensch, die Schwiegermutter von Honecker. Und dann hieß es, der Honecker, da kommt hier besuchen. Was meinst du, wie schnell die Armee hier war und hat die Straße gebaut? Ja, ist schön. Ganz schön, dass wir sie noch treffen hier. Das interessiert uns auch alles. Ja, ja, aber dann war der de Maizière nur zu Besuch hier bei der. Ja. Bei der Schwiegermutter? Kann sein. Okay. Schwiegermutter vom Honecker war da. Ja. Also de Maizière. Aber das kann sein, dass. Ach so, dass der bei ihr war. Ja, vorstellbar. Ja. Hier steht zwar dran hier Videoüberwachung. Ja. Aber wo wollen die Strom herholen? Ja, gut. Haben da alle dicht gemacht. Also das war eine Stadt für sich alleine hier. Die haben schon mal hier vorne war die Kopf, da war der Friseur, um die Ecke war Apotheke, dann hinten die AO. Wow. Das war hier waren ja ein Geschäft drin. Ach, das war ein Geschäftsladen. Das war ja ein Geschäft, ja. Und die Ärzte. Ärzte waren hier unten drin. Ach, die haben hier gewohnt, als Wohnung quasi, oder haben die ihre Handlungsräume? Nee, das waren Büroräume. Ach, Büro, okay. Als Büroräume. Wahnsinn, ja. Und dann haben sie eine eigene Küche haben sie gehabt, eine eigene Waschküche, ein eigenes Wasserwerk, eine eigene Klärgrube. Alles klar. Und haben das Ding tot gemacht. Und der Westen hat aber gesagt, macht nicht die Fehler wie wir, er macht die großen Dinger tot und baut Zähne. Und was haben sie gemacht? Tot gemacht, den hier baut. Also, ganz früher, da war hier noch, wo ich noch People war, da war hier noch Kino drin und sowas alles. Also Theaterkino, so, ne? Ja. Ich glaube, das steht auch noch, so weit, wie ich gehört habe, was? Oder? Das Theater steht auch noch, oder? Nee. Nee? Nee. Das war praktisch, diese Freiluftding mit ach so, ein Kolosseum, so ein kleines. Wo sie so eine Bühne hatten, wo sie dann was vorgeführt hatten. Aber da ist jetzt schon so eine Pappel rumgefallen. Ja. Oh. Aber irgendwie verstehe ich das noch nicht. War das dann hier das Kino und so weiter?
War das für die Leute, die dann hier halt gepflegt wurden und so, oder für alle? Das ist für alle. Für alle, also ja. Auch normale Leute kamen hierher. Die haben auch, guck mal, da war die Großküche hier. Die Mensa. Ja. Und dann, da war ein Saal und da war gleich eine Kantine dran. Und ganz hinten war da zum Saal, da haben wir schon Feierabend gemacht, du. Ah, dann haben sich alle zum Essen immer hier zusammen versammelt, ne? Oder? Die Kollegen. Die Patienten, die wurden, wo ich angefangen habe, habe ich eigentlich als Beifahrer angefangen und da habt ihr bei der Küche. Es war im Zufall gearbeitet, aber wir haben das Essen von Station zu Station gefahren. Mhm. In so eine Wärme-Zwiebel-Dinger. Ja. Kenn ich noch die Dinger. Ja, ja. Ja, cool, aber... So, und die ganzen, die hier arbeiten, essen dann da in der Kantine? Die haben da gegessen in der Kantine, ja. Ja. Was haben wir hier links? Das war eine Frauenklapper. Also die hat natürlich durchgetreten bei ihr. Ja, ja, ja. Ja. Haben wir gelesen, auch viele mit wirklich schweren geistigen Erkrankungen aber, hier. Aber wie? Ja? Ja, so richtig gaga. Und da vorne war, da gerade rüber, das war die Kinderstation. Auch hier, die irgendwie die behinderte Kinder und so. Ja. Ach, das ist das Heizkraftwerk hier, ne? Nee, das war die Werkstatt hier. Ach, die Werkstatt. Die Heizung ist dahinter. Dieser große Schornstein quasi, ne? Ja, das war die Ölheizung. Mhm. Und die haben ihn dann dicht gemacht und da haben sie eine Kohleheizung gebaut. Das ist der andere Schornstein. Ah, okay. Hier hinten lag die Kohle. Kohle, dachte ich mir, ja. Und rein ins Kraftwerk. Und dann war hier jetzt verpackt, wo das Ding umsteht. Da ist ein riesengroßer Trichter. Mhm. Und da haben wir mit einem Uno, mit so einem ganz riesen Lader hier, die Kohle reingefahren und dann wurde per Förderband wurde das dann hier hochgefahren, ja. und rinnen in die Kessel. Ja. Also in die Heizdinger da. Ja. Hier war die Feuerwehr drin. Ach, die Feuerwehr. Ja. Interessant. Ja. Ja, für so ein riesen Gelände braucht man ja auch eine eigene Feuerwehr, ne? Ja. Hatten wir auch eine eigene Polizeistation hier? Nee. Ne? Okay. Nee. Hätte ja sein können. Hier war eine Einbahnstraße, wa? Mhm. Und wo wir mit dem Bulli-Taffer gefahren sind, sind wir die Einbahnstraße verkehrt umgefahren. Ja. Und dann kam die Bulli von vorne und die Bulli sind rückwärts gefahren. Ja, hier durch. Ja, das war damals so unser Reifenlager und Teilchen und so was hier. Wir haben auch ein paar Autos drin gefahren. Hier stand schon ein Bus drin, den ich gefahren habe. Ah, okay. Für die Kohle der Bus, oder? Für die Kohle der Bus? Für die Kohle zu liefern, oder? Nee, für die Kollegen und für die Alten. Sie sind mal nach Prever gefahren, oder mal dahin gefahren. Ach so, für Ausflüge und so. Ja, genau. Ah. Das war unser wo ihr baut dann drin, die Blume. Ah, wo das Fahrzeug draufkommt und dann... Wartung, ne? Kannst du drunter. Ja. Wir haben ja unseren eigenen Werkstattspritzer alles gehabt hier. Wir brauchten die Werkstattfahrer, hat er alles hier gemacht. Ja, sowas haben wir auch oft auf so Gelände, die wollen das jetzt selber machen. Hinten sind dann auch noch viele Rasenlaterne. Und das ist die großen, wo die... Kennst du noch die Ost-Ello-Busse? Kennst du die? Ja, bestimmt vom Sehen, aber ich habe jetzt kein Bild vor Augen. Wenn du jetzt mal RBB, so einen blauen Bus, wo sie mit durch den fahren, wo oben und so eine. Ja, da war so voll ein bisschen rundlich, ja. Und war ein 20-Sitzer. Also das waren die ganzen Garagen hier, wo die immer die Busse drin. Fünf Busse hatten wir oder acht? Nee, sechs Busse. Ja. Und ein LKW. Sechs Busse, ein LKW. Und die Feuerwehr? Wie war die ausgestattet? Hatten die ein Fahrzeug oder mehrere? Ein richtig großes. Das war so eine Werkstatt. Ja. Und da haben das praktisch die Patienten. Da haben die wo ich den Mutti reingefahren habe, da haben sie immer die Teelichterkerzen. Ja. Die, wa? Da haben sie die Hülsen gebracht, die Dochte gebracht. Und dann haben die zusammen gebastelt. Okay. Und dann haben sie die wieder abgeholt. Und ja, nachher habe ich von Reinickendorf
Bohrer umgeholt, verschiedene Größen, und die haben dann nach die Größe dann die in die Schälchen sortiert. Und dann musst du mehr machen. Die Pappdinger, wisst ihr? Ja, die verkaufst, ne? Verschiedene so Aufsteiger. Ja. Und hier haben wir jetzt praktisch, das ist jetzt die von der 7 bis 12 und vorne ist von der 1 bis 6 praktisch die Station. Genau. Wo jetzt das neue steht, da ging es aber damals weiter. 13, 14, 15, 16, also bis zu 20 ging es da hoch. Und die Stationsblöcke hatten die verschiedenen Behandlungsrichtungen zum Beispiel. Jetzt einmal für Verrückte, einmal für Lungenkranke, so nach dem Motto. Die haben alle die verrückten Männer und die Frauen. Aber wenn du eh eine Station gesehen hast, hast du alle gesehen. Ja, wahrscheinlich. Ne? Ja, alle der gleiche Aufbau. Jo Leute, das Interview ist vorbei. Unser privates Exklusivinterview mit einem langjährigen Mitarbeiter und wir wissen jetzt alles über diesen Place. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat er sogar von Anfang bis Ende hier gearbeitet, bis 2004. Ja, so ziemlich. Das Thema schlechte Bedingungen war immer ein bisschen unangenehm scheinbar. Wir haben da nicht weiter rumgestochert. Wir befinden uns hier, wie ihr schon gehört habt, beim LKW-Fuhrpark und Werkstatt. Hier wurde Teelicht und so hergestellt. Ja, Werkstatt ist hier auf der Seite. Und wir gehen jetzt mal das ganze Gelände in Ruhe erkunden. Vor allem das Kraftwerk reizt uns natürlich erstmal. Ja, im Schein der späten Abendsonne finden wir uns an der Kohle-Liefertrasse. Hier unter dieser Abdeckung aus diesem Schacht. Ah, ich zeig euch das Ganze mal. Moment, gebt mir eine Sekunde. Da ist noch der Rest vom Förderband. Das lief natürlich bis ganz oben durch. Und hier ging es weiter. Ja, bis oben rein ins Kohlekraftwerk, wie wir gehört haben, wurde nämlich Öl durch Kohle ersetzt. Ja. Die Asche wurde hier rausgemacht. Guck mal, das ist doch die Abfuhr für die Asche wahrscheinlich. Ja, gut vorstellbar, dass hier ein Aschecontainer drin stand, ja. Big Dauer. Eine offene, einladende Tür erwartet uns. Immer schön. Wow. Oh ja. Das dürfte eigentlich die Luftaufbereitung sein, ne? Vom Kohleschmock, der hier rausgesprudelt ist. Und dann danach ab in den Schornstein damit und raus. Möglich. Aber was hier drin passiert ist, das stellt mich gleich vor Rätsel. Was ist denn hier los? Ja, guck mal hier. Das sieht aus wie eine Paintball-Area. Sehr geehrter Besucher, Schatzsucher und Erkunder, wir entschuldigen uns für die Errichtung dieser Burglandschaft, der Geschütztürme, der Gänge, der Gassen. Bitte schätzen Sie die Arbeit. Wir möchten Sie daher bitten, die Schäden zu unterlassen. Einsturzgefahr. Danke für Ihr Verständnis. Bitte passt auf und holt euch keine Splitter. Viel Spaß weiterhin bei einem erkundendeckenden Gelände. Vielleicht Interesse an Software. Wusste ich doch, Software wurde hier geballert. Ja, über Kügelchen. Kügelchen. Gut, weiter zum Ölkraftwerk, der nächste dicke Turm im Sonnenuntergang. Ja, ich bin hier mal aufs Dach gekrabbelt. Der Boden gibt ein bisschen nach unter mir, ist ein bisschen gruselig. Aber sonst ganz geil hier oben. Und da kommt die Drohne zu mir. Guten Tag. So, jetzt betreten wir das Ölkraftwerk. Willkommen im Ölkraftwerk. Leider fehlt auch hier das erste Gerät, aber sie haben noch einen spannenden Schrank mit Messgeräten, die auch fehlen. Netz und Generator war hier, Wartung und Service, Notstromversorgung. Ah, ein dickes Notstromaggregat stand wohl hier. Was ist das denn? Einspeisung. Dicke Elektroschränke. Da wurde von Station Kabel noch über viermal. Ja, von hier wurde das Ganze dann ins Netz eingespeist. Der produzierte Strom. Für die kleine Stadt. Steuergehilfe, Trennschalter, diese Schrift ist voll sweet. Heute steht das da alles in lahmen Druckbuchstaben drauf. Das dafür Überbrückung. Das Steuerrelais, der Trennschalter.
Oh ja. Das sieht noch kraftwerkig aus hier. Das sieht noch sehr kraftwerkig aus hier alles. Das da dürften sogar die Turbinen sein oder so. Ja. Yeah. Oh ja, nee, hier oben. Hier oben sind die Brennkammern. Die Brennöfen. Unten ist nur Verrohrung. Und ja, hier gibt es auch ein schönes Vordach. Mega gut. Was ein geiler Place. Oh, fast hätte ich mir den Schädel hier an den Scherben eingehauen. Nichts passiert. Mega große Dinger. Hier ist eine offen. Mega krass. Ein ganzes Kraftwerk für eine kleine Stadt. Sieht so aus. Hier unten nochmal die großen Zwischentanks vermutlich, wo das Öl dann in die einzelnen Kammern geführt wurde über die Schläuche. Lassen wir das Gaskraftwerk mit einem Blick auf ein paar unterirdische Rohre. Stehen wir wieder vor der Werkstatt. Die könnte auch als nächstes drankommen. Oder? Ja, gucken wir uns an. Ja, ja. Gut, machen wir das. Machen wir das. Bisschen was werkeln. Ein bisschen werkeln. Bohrer. Kerzen. Teelichter. Teelichter. Ja, reicht auch. Ne? Machen wir. Ja. So, die erste Werkstätte. In denen die Pflegebedürftigen, Behinderten oder geistig Minderbemittelten Dochte in Kerzen gesteckt haben, also Teelichter. Irgendwer muss die Dochte da ja reintun. Und das passiert in so einer großen Halle. Oder es wurden Bohrer nach Größe sortiert und für den Verkauf entsprechend zusammengestellt, halt in so Kartönchen. Groß genug ist es auf jeden Fall. Ja, leer ist es im Großen und Ganzen. Noch ein paar Leuchtröhrenträger, ein paar mehr Leuchtröhrenträger und eine einsame Lampe samt zerpflückter Verkabelung. Und schon stehen wir wieder draußen im Gelände, können die Werkstätten entlang gehen. Ja, wahrscheinlich werden die alle so aussehen. Ja, vielleicht noch ein bisschen zur Geschichte des Ganzen. 35 gebaut als Militärstützpunkt, kasernenartig erschlossen. Dann vom Bataillon für Störballons, also quasi ein Luftfahrtbataillon, die mit Ballons gearbeitet haben, genutzt. Und während des Zweiten Weltkriegs dann als Lazarett. Und nach dem Weltkrieg dann als diverse Pflegeheime und was war das erste noch? Ein Feierabendheim. Danach Pflegeheime. Vor allem der DRK war natürlich lange hier drin, wie wir gehört haben. Und jetzt gucken wir uns mal Großküche an. Diese alten Baracken, die noch aus Holz waren, da waren ja auch alles mögliche an Sachen drin. Die wurden aber dann jetzt irgendwann mal abgerissen, weil die waren nicht mehr vermordert. Genau, Steinbauten. Wurden dann alle aus Stein gebaut oder dazu gebaut oder mehr dazu gebaut. Jawohl, und da sind wir auch schon an der Großküche plus Mensa. Eine schöne breite Einfahrt hoch, damit man hier auch mit 3, 4, 5 Leuten zusammen nebeneinander hochgehen konnte zum Futtern. Riecht ihr schon den Duft von leckerem Schnitzel mit Pommes? Hör auf, ich hab Hunger. Ja, deswegen. Lass das. Eine schwere Holztüren, ein gekachelter Küchenbereich auch da hinten, geht es um die Ecke. Gut, gehen wir mal rein. So, das ist mal ein großer Kochtopf.
sowohl als auch kocht und rührt, ein etwas groß geratener Thermomix seiner Zeit. Was ist denn hier los? Starkströmswägel. Das ist wohl ein dänisches Produkt. Ja, ist von Miele. Komis, komis. Das ist eine Waschmaschine. Das ist eine Waschmaschine. Das sieht doch nach Mensa aus. Oder nach Großküche. Da. Sowas hier kennen wir doch. Das ist die Kochstelle. Nee, das ist eine Durchreiche. Also scheinbar war das hier Mensa. Nee, hier sind Dunstabzugsdinger. Das war Küche. Das war die Küche. Das war alles Großküche hier. Und dann war da drüben wohl die Mensa. Genau, hier kommt man sich mit seinem Tablettchen mal abholen. Riesige umgekippte Schränke noch mit kleinen Stickern, kleine Aufhängungen. Ja, das waren bestimmt Mitarbeiter, Spinde. Und hier nochmal ein WC. Haarhaubetragen, Hygienebereiche. Das bestätigt die Küche. Auf in die Mensa. Oh, das Paket kennen wir doch. Ja, stimmt. Das haben wir schon in so manchem alten Speise- oder Festsaal gesehen. Ja, ich würde sagen, hier war auch gut Platz zum Mampfen. Man stelle sich Stühle und Tische vor. Oh, das war bestimmt das Mädchen-WC. Ganz in rosa. Nee, ein Pissoir, wohl kaum. Alles bleibt hier in rosa. Oh! Mensa Teil 2, nein, das Theater. Künde mir, was wird heute gespielt? Urbex oder nicht? Das ist hier die Frage. Urbex. Das schallt aber hier schön. Gute Akustik. La 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 la. Urbex Discoveries. Ja, schöner Ausblick von hier oben. Definitiv die besten Plätze. Oh, der Auftritt wurde verpasst. Wo ist der Künstler? Ach, oh, kein Künstler. Abbruch! Aus! Ja, einen schicken Balkon gab es auch. Und hier der repräsentative Eingang des Theaters. Warum sind wir nicht hier lang reingegangen? Viel schicker. Na gut, wieder rein mit uns. Wir kommen mal wieder runter. Komm mal runter. Komm du mal runter. Ich komme ja schon runter. Hier nochmal den schönen repräsentativen Eingang des Gebäudes. Letzt mit Brettern. Jawohl. Zwischenstopp. Auf dem Weg zum Frauenirrenhaus haben wir Haus 1 gefunden und zeigen euch mal repräsentativ eine der Stationen. Ja, es kommt schon direkt krankenhausig daher. Mit diesen Doppelflügelglastüren, Badtoilette, Dusche. Ja, stimmt. Oh, die schwingt aber noch gut hier. Seit 2004, 20 Jahre. Nicht hier wartet. Boah, hier mufft's. Hier ist richtig, richtig warm und stickig drin. Ob die Tapete hier gammelt oder auf jeden Fall mufft's hier. Oh, noch schicke Tapeten. Schöne hohe Räume, große Einbauschränke. Es wäre jetzt doch echt interessant zu wissen, in welchen dieser Räume die Schwiegermutter von... Ja stimmt, das hätten wir ihn noch fragen müssen, wo genau Erich Honeckers Schwiegermutter gelebt hat. Gelegen hat, ja. Und was genau sie hatte, deswegen wurde sie eigentlich behandelt. Ja, ich denke mal, die hat hier gelebt dann als Pflege. Ja, stimmt. Ne, war ja Pflegeheim schon, war ja dann auch 80er, 90er. Die wurde dann ja auch besucht von Erich. Die wir erfahren haben, wurde hier extra hier die Straße gebaut. Jawohl, die olle Schotterstraße, die wurde dann ganz schnell zu einer vernünftigen Asphaltstraße gemacht. Ja, hier wurden sie gebadet. Ja, ähnlich. Hohe Decken, Einbauschränke, Tapete. Sicher waren hier noch ein oder zwei Betten drin, vermutlich eher zwei. Pflegezimmer halt.
Sicher gab es irgendwie auch mal Klingeln und Lichter über der Tür. Ich wollte es gerade sagen, da sind sie doch. Lichter über der Tür, Schwesternruf. Oh, schicke Sonne. Bärchen. Oh, Bärchen mit Hund und Katze. Noch mehr in den Hof. Also ich glaube schon fast, dass wir in eins, ja, dass wir schon in eins der anderen Häuser Stationsdinger gelaufen sind. Ja, wir sind jetzt in Haus 1 reingegangen und durch diverse Stationen gelaufen. Und auf der Tür des Abstellraums stehend haben wir uns entschieden, da wirklich alles da gleich aussieht. Nur die Namen an den Türen sind anders. Uns mal das Ding da drüben anzugucken. Da haben wir tatsächlich von unserem Interviewpartner, glaube ich, noch gar keine Infos zu bekommen. Ich bin auch leicht verwirrt, weil guck mal, da ist das Kino, wo wir gerade rein raus sind. Ja, wir sind jetzt da hinten von Haus 1 hier komplett durchgelaufen. Ja, das geht in alle Richtungen wie so ein Spinnennetz weiter. Jo. Wow. Riesig. Riesig. Ja, ist leider nichts mehr drin und total ranzig da. Von daher nichts groß Sehenswertes. Wir düsen weiter zur Frauenirrenanstalt. So, wir haben wieder einen Patienten abzugeben. Sie ist manchmal ganz schön aufmüpfig und zu dieser Zeit war das gar nicht in Ordnung. Der Bequeme kommt. Boah, schöne lange Räume wieder. Aber was mir aufgefallen ist, es gibt keine Gitterstellbahn, nirgendwo an den Fenstern. Es ist überall nur Wasserverglasung. Ein Raum mit Gummizelle, aber da sind auch keine Gitter. Also es war auf jeden Fall eine offene Station, keine geschlossene. Ja, es war ja auch mehr Pflege als Psychiatrie. Okay, also wenn das ein repräsentatives Beispiel der Insassen hier war, kein Wunder, wäre ich als Pfleger auch lieber stiften gegangen. Ja, immer noch sick. Immer noch krank. Schöner Schock beim um die Ecke kommen. Ja, was ein krasses Gelände wieder, ne? Hier kannst du Stunden verbringen und rumlaufen und hast immer noch nicht alles gesehen. Die Kinderstationen. Tapetenfrei. Also, da willst du als Kind aber nicht hausen müssen. Na, es ist ja trostlos. Kleine Vögel werden gefüttert. Klamotten aufgehangen werden oder sowas. Oh ja. Das Waschbecken ist in der Höhe verstellbar, sehr praktisch. Ja, Kinderabteilung. Fischis. Ja. Okay, wie viel ist denn das? Wie lange warst du denn mit Michael? Oh ja. Das ist ein Ding. Der Namensschilder ist nicht zu lieben. Schade. Der Thomas und der Rest eines Kinderstuhls. Ja. So Kleinigkeiten findet man dann doch noch, die darauf hinweisen. Pinboard, natürlich in Kinderhöhe. Badewanne von der Terrasse sichtbar, okay, ist auch ein bisschen wenig Privatsphäre, aber jeder wie er es mag. Tja, da haben wir auch die Kinderstation. Abgehakt. So, kurz vor Schluss, es dämmert schon, werfen wir einen Blick in das Bürogebäude. Den großen Klopper hier. Sozialdienst, A. Werner. Der soziale Dienst, jawohl. Verstörung und Zernichtung. Ich glaube, die anderen Etagen werden das euch wahrscheinlich auch ersparen. Oh, Kätzchen. Wir hatten eigentlich sogar noch einen zweiten Lost Place geplant, aber wir haben jetzt so viel Zeit hier verbracht und wir müssen noch zu unserer Overnight und noch einen Schlafplatz finden und aufbauen. Ja. Ja, und somit verabschieden wir uns von dem hinter uns liegenden Kasernengelände, Pflegeheim und vielem anderen. Geisterstadt, Kino, ja. Geisterstadt mit Kino und Theater und allem möglichen und Kraftwerken. Das war wieder spektakulär. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Lasst uns ein Like und ein Abo da. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.